Karl Schieferling für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wieder mal eine Debatte, wo die Union sich fröhlich zurücklegen kann. Denn es scheint Herrn Augenblick nichts Wichtigeres zu geben als die Auseinandersetzung zwischen den Linken und der SPD. Ich will Ihnen sagen, uns geht es um die Menschen. Es geht, die Überschrift lautet, nein, ich sage Ihnen das, das ist keine billige Polemik. Ich will Ihnen sagen, um was es geht. Erst das Land, dann die Menschen und ganz am Schluss die Partei. Ich sage Ihnen, wenn wir dies nicht deutlich machen in unserer Bevölkerung, werden wir auch kein Vertrauen aufbauen. Und deswegen bin ich etwas befremdet über die Art der Diskussion, aber ich könnte mich auch fröhlich zurücklehnen und sagen, lasse mal. Meine Damen und Herren, als ich 2005 in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, gab es in Deutschland ca. 5 Millionen Erwerbslose. Damals gründeten wir entstand die erste große Koalition. Wir hatten hohe Staatsschulden. Die Rentenversicherung brauchte im Dezember Geld, um überhaupt die Renten auszahlen zu können. Die Betrieben ging die Luft aus. Wir hatten jede Menge Insolvenzen. Und ich will Ihnen sagen, den Beschäftigten hat der hohe Kündigungsschutz und unbefristete Beschäftigung in dem Moment überhaupt nichts geholfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir unbefristete Beschäftigung bzw. unbefristete Anstellungsverhältnisse diskutieren, dann können wir diese Frage nicht in einem luftleeren Raum diskutieren, sondern wir müssen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die betriebliche jeweilige Situation im Blick behalten. Meine Damen und Herren, sachgrundlose Befristung ist in der Tat ein Flexibilisierungsinstrument für die Unternehmen. Ich will überhaupt nicht verteidigen, dass da in manchen Unternehmen systematischer Missbrauch mitgetrieben wird. Ich will aber auch bezweifeln, ob alle Statistiken, die uns vorliegen, die wirkliche Situation wiedergeben, wenn ich mir anschaue, was da alles reingerechnet wird, zum Beispiel Auszubildende und viele andere. Ich sage Ihnen, was da an Grundlagen gelegt ist, kann für uns nicht maßgebend sein. Was uns aber umtreibt, ist in der Tat, dass diese Diskussion auch in Parlamenten, egal wo, diskutiert wird und der Blick in der Tat, und da gebe ich dem Kollegen Ernst ausnahmsweise recht, in den eigenen Ministerien, in den eigenen Behörden tatsächlich auch als Instrument der Einstellung genutzt wird. Und nicht nur dort, sondern auch in den Kommunen, in den Landratsämtern. Und, Herr Kollege Ernst, schauen Sie mal nach Thüringen und Sie werden dort in dem von Ihnen regierten Bundesland nichts anderes feststellen. Aus den Personalabteilungen der Unternehmen hören wir, man könnte ja auch mit jeder Menge begründeter Befristung arbeiten. Ja, das ist aber in nicht geringen Fällen klageanfällig. Und deswegen ist das Instrument der sachgrundlosen Befristung ein wichtiges Instrument, um Beschäftigung zu schaffen. Und ich sage Ihnen, es ist ja gelungen. Wieder eine Debatte, in der wir einen Partikularbereich herausnehmen, der aufgrund der guten Konjunktur, in der wir uns befinden, jetzt plötzlich als das Top-Thema herausgezogen wird. Das Top-Thema ist, dass wir so viel sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben, wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Das Top-Thema ist, dass die Arbeitslosenzahlen auf einem niedrigen Niveau sind. Das Top-Thema ist, dass die Betriebe qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer suchen. Und das Top-Thema ist, dass wir erstmalig über Fachkräftemangel diskutieren, während wir vor 10, 12 Jahren noch über höhere Arbeitslosigkeit diskutiert haben. Die Frage der sachgrundlosen Befristung ist nicht das entscheidende Thema. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen auch, das treibt uns auch um, dass zum Beispiel im Wissenschaftsbetrieb an den Universitäten bevorzugt mit sachgrundloser Befristung gearbeitet wird. Nirgendwo gibt es so viele befristete Beschäftigungsverhältnisse wie in diesem Bereich. Sie werden die wenigsten befristeten Beschäftigungsverhältnisse übrigens in der Wirtschaft finden. Aber, meine Damen und Herren, es geht in dieser Frage um zwei Dinge. Es geht um die Frage
von Flexibilität, ja. Es geht aber auch um die Frage von Sicherheit, auch. Es geht um die Frage von Flexibilität für die Betriebe. Es geht aber auch um die Frage der Sicherheit für die Beschäftigten. Und da haben wir ein großes Interesse daran, dass wir von Sicherheiten sprechen, die wirken, und nicht sogenannte Scheinsicherheiten. Was wirkt? Wirken tut für die Beschäftigten, wenn zunächst einmal die Betriebe in einer guten wirtschaftlichen Verfassung sind und die Arbeitsplätze sicher sind. Das ist das beste Mittel, um langfristig Beschäftigung zu organisieren. Und ich sage Ihnen, ich habe das vorhin schon deutlich gemacht, wir können beobachten, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auch für eine hohe Beschäftigung und auch für eine hohe soziale Absicherung letztendlich dies nicht ausreicht, sondern die Menschen dann genauso, wenn die Insolvenz eintritt, arbeitslos werden. Wir tun alles, dass keine Insolvenzen eintreten. Wir machen eine Wirtschaftspolitik mit Augenmaß. Diese Wirtschaftspolitik, diese Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sichert Arbeitsplätze und gibt den Menschen eine gute Zukunft. Ein zweiter Teil, den wir natürlich brauchen und was Sicherheit gibt, da bin ich wahrscheinlich bei den meisten in diesem Hohen Haus, ist eine ordentliche und starke Mitbestimmung. Und was Sicherheit gibt, ist natürlich, dass im Falle, falls es wirtschaftlich daneben geht, ein tragfähiges soziales Netz da ist, das den Einzelnen vorübergehend aufhängt und ihm dann über diesen Weg Sicherheit gibt. Meine Damen und Herren, die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung ist für uns nicht das Thema. Wir werden deswegen, nicht nur weil wir in einer Koalition mit der SPD sind, sondern auch Überzeugung, diesen Antrag dann auch ablehnen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass diese Frage der sachgrundlosen Befristung uns auch erreichen wird in der Frage der Digitalisierung, der aktuellen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Aber es geht darum Fragen von Sicherheit. Und es geht um die Frage, setzen wir wirklich alles daran, dass das eigentliche Ziel erreicht wird, dass der Mensch im Mittelpunkt der Wirtschaft steht, im Mittelpunkt unseres gesellschaftlichen Handelns. In der katholischen Soziallehre, im Konzilsekret Gaudium et Spes heißt es, Ursprung, Ziel und Zentrum allen Wirtschaftens ist der Mensch. Das ist aber keine Anforderung an den Staat und seine Gesetzgebung alleine. Das ist eine Frage des Verständnisses, wie wir unsere Wirtschaft gestalten. Geld alleine, Umsatzrendite alleine, Kapital alleine ist kein Selbstzweck. Es hat dem Menschen zu dienen. Und ich sage Ihnen, Unternehmen, die dieses aus dem Auge verlieren, haben keine Perspektive am Markt. Wer nur mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen arbeitet, nur mit Minijobs, nur mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, nur mit Zeit- und Leiharbeit, wird als Unternehmen keine Zukunft haben. Ich habe das erlebt 2010, als wir mit den FDP-Kollegen übrigens damals gemeinsam die Schlecker-Drehtür-Klausel eingeführt haben und haben Schlecker verboten, Menschen in ihre eigenen Zeitarbeitsfirmen zu entsenden, um sie dann zu billigeren Preisen wieder einzustellen. Wissen Sie, was das Ergebnis war? Schlecker gibt es nicht mehr. Wer so mit Menschen umgeht, muss wissen, dass sein Betrieb keine Perspektive hat. Und das ist ein entscheidender Punkt, der richtet sich nicht nur an die Politik, der richtet sich auch an die Unternehmen. Und es geht, meine Damen und Herren, um andere Fragen. Es geht um die Fragen, welche Rahmenbedingungen wir sonst noch setzen, damit Menschen in Deutschland eine gute Perspektive haben. Ich sage Ihnen nur, dass ich mit großer Sorge betrachte, dass wir dabei sind, viele gesellschaftliche Leitplanken zu zerstören. Für mich ist eine Leitplanke die Aufrechterhaltung des Sonntagsschutzes. Das ist keine Beliebigkeit, sondern hat etwas mit einer gesunden Entwicklung in unserer Gesellschaft. Und was mich mit großer Sorge erfüllt und wo ich glaube, dass die eigentlichen Aufgaben darin liegen, ist alles zu tun, dass Menschen auf Dauer gesehen mit ihrer eigenen Hände Arbeit und ihres eigenen Kopfes Arbeit auch ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und da habe ich im Blick die Menschen mit Behinderungen, die kein Sprachrohr haben und keine laute Lobby. Es gibt auch andere, die haben eine laute Lobby. Es gibt andere, die haben keine. Für die haben wir uns einzusetzen. Wir haben uns einzusetzen für die Langzeitarbeitslosen. Wir haben uns einzusetzen für die Langzeitarbeitslosen.
die nur mit Hilfe, auch mit externer Hilfe, langfristig eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Und lassen Sie mich auch an dieser Stelle erwähnen, was mich besonders umtreibt, die Situation der Kinder und Jugendlichen, die aus Familienverhältnissen kommen, die schon seit Generationen überwiegend von Sozialhilfe leben. Wenn wir dort nicht einsteigen, verspielen wir die Zukunft unseres Landes. Und die Zukunft unseres Landes wird dort verspielt, wo wir uns nicht um Kinder kümmern oder Rahmenbedingungen so setzen, dass Kinder nicht mehr erst geboren werden. Ich sage Ihnen, die Zukunft auch unserer Wirtschaft hängt davon ab, ob wir Familien haben, die Stabilität und Sicherheit geben und ob wir Familien haben, indem wir Ja sagen zu Kindern. Wenn dies gegeben ist und die Wirtschaft in einer guten Verfassung ist, ist mir um die anderen Fragen der sozialen Absicherung auch ernsthaft nicht bange. Meine Damen und Herren, ein Abgeordnetenmandat ist ein Mandat auf Zeit. Mit der Konstituierung des neuen Bundestages nach der Bundestagswahl endet mein Mandat hier im Deutschen Bundestag. Ich will deswegen die Gelegenheit gerne nutzen, und ich hoffe, Sie haben Verständnis, ein herzliches Wort des Dankes zu sagen an die Menschen in meinem Wahlkreis, die mich seit 2005 mit überwältigender Mehrheit direkt als ihren Vertreter in den Deutschen Bundestag gewählt haben. Und damit verbinde ich einen Dank und einen Riesenrespekt vor den unglaublich vielen Ehrenamtlichen, die der Kitt unserer Gesellschaft ist und diese Gesellschaft zusammenhalten. Ich sage ein herzliches Dankeschön den Kolleginnen und Kollegen hier im Deutschen Bundestag, egal welcher Fraktion sie angehören. Ich habe den Eindruck, dass ich bei keiner Sitzung des Deutschen Bundestages dümmer geworden bin. Der Erkenntnishorizont hat sich allerdings nicht im jeweiligen Tempo erweitert, aber ich habe dies immer als ein gutes und ein faires Miteinander erlebt, und ich bitte um Verständnis, wenn ich ein besonderes Wort des Dankes an meine Fraktion sage und an meine Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales und sehr herzlich unserem Fraktionsvorsitzenden danke für das Vertrauen, das er mir und das mir die Fraktion insgesamt auch in der Aufgabe als Sprecher immer wieder gegeben hat. Ein Dankeschön sage ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Hohen Hauses, die für einen guten Sitzungsablauf immer gesorgt haben und in ihren Gesichtsausdrücken nie zur Kenntnis gegeben haben, was sie eigentlich denken. Ein herzliches Dankeschön sage ich meinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als Abgeordneter haben wir die Aufgabe, unserem Land zu dienen. Dass ich das konnte, verdanke ich deren Hilfe und Unterstützung. Und ich bitte um Verständnis, dass ein besonderes Dankeschön an meine Frau und an meine Familie geht. Ich scheide aus diesem Bundestag mit der Konstituierung des neuen Bundestages aus. Ich wünsche Ihnen persönlich alles erdenklich Gute. Sollte ich etwas Gutes bewirkt haben, dann wäre ich sehr, sehr zufrieden. Ich danke Ihnen herzlich. Lieber Kollege Karl Schieferling, lieber Karl, es gibt auch Kollegen, die lässt man ungern gehen. Du zählst dazu. Du hast eben noch was gesagt. Geld alleine ist kein Selbstzweck. Es hat den Menschen zu dienen. Und ich glaube, dieses Zitat nehmen wir auch mit in die nächste Legislaturperiode. Und wenn ich eben hätte abstimmen müssen über diesen Satz von dir, Leitplanken sollte sein, den Sonntagsschutz hochzuhalten, dann habe ich gemerkt, ich habe hier, glaube ich, Einstimmigkeit an diesem Punkt. Du hast den Menschen eine Stimme gegeben, die oftmals am Schatten standen. Und du warst einer der nettesten Kollegen in unserer Landesgruppe. Wir werden dich vermissen. Dankeschön. Liebe Kollegen, wir setzen die Aussprache.